Hallo Edelmetallfreunde, Freunde der Wahrheit, ich begrüße euch und Sie am Dienstag zu einigen Top-News. Ihr seht schon am Hintergrund, den habe ich bewusst gewählt, denn heute ist bei den Edelmetallen wieder die Hölle los. Schauen wir mal kurz rein. Ihr seht hier Gold plus 35, Silber plus 65. Das sieht also extrem gut aus und ich weiß noch gar nicht, was der Grund dafür ist. Vielleicht passiert auch einfach nur das Unvermeidbare. Also zum Gold und Silber habe ich kurz am Ende noch etwas für euch. Hauptthemen heute aber sind dramatische Aussagen, und zwar von Elon Musk und von einem Bekannten, der mir eine E-Mail geschrieben hat. Ich fange aber wieder an mit Schilder und dem UK. Mit Kriegslist zum Vermögensregister. Das EU-Vermögensregister ist offenbar nur noch eine Frage der Zeit. Eine entsprechende Machbarkeitsstudie ist nun abgeschlossen. Spannend dürfte sein, wie Brüssel die totale Überwachung den Bürgern verkauft und wann die Obergrenzen runtergesetzt werden. Ich bleibe noch in Schilda und zeige euch nur diese Überschrift hier, Quelle natürlich wieder in der Beschreibung. Wie wäre es denn mal, eine Quote oder die Auswahl nach Qualifikation zu treffen? Aber das ist nicht gewollt. Und noch eine Kurzmeldung aus England. Großbritanniens einziges verbliebenes Kohlekraftwerk in Ratcliffe-on-Soar in Nottinghamshire wird am Montag zum letzten Mal Strom erzeugen. Das war also gestern, nachdem es das Vereinigte Königreich 57 Jahre lang mit Strom versorgt hatte. Das Kraftwerk wird in Einklang mit der weltweit führenden Politik der Regierungen zum Ausstieg aus der Kohleverstromung, die bereits vor fast 10 Jahren angekündigt wurde, das Ende seiner Lebensdauer erreichen. Mit der Schließung geht die 142-jährige Geschichte der Kohleverstromung in Großbritannien zu Ende, die damit begann, dass das erste Kohlekraftwerk der Welt, das Kraftwerk Holborn Viadukt, 1882 mit der Stromerzeugung begann. Zur ersten dramatischen Aussage für heute, und die kam von Elon Musk. Nur sehr wenige Amerikaner erkennen, dass dies die letzte Wahl sein wird, wenn Trump nicht gewählt wird. Er ist weit davon entfernt, eine Bedrohung für die Demokratie zu sein. Er ist die einzige Möglichkeit, sie zu retten. Lassen Sie mich erklären, wenn auch nur einer von 20 Illegalen pro Jahr Staatsbürger wird, was die Demokraten so schnell wie möglich vorantreiben, wären das etwa 2 Millionen neue legale Wähler in 4 Jahren. Der Stimmenvorsprung in den Swing States, also den Staaten, die immer hin und her schwanken zwischen Demokraten und Republikanern, beträgt oft weniger als 20.000 Stimmen. Das heißt, wenn die Demokratische Partei Erfolg hat, wird es keine Swing States mehr geben. Darüber hinaus hat die Regierung Biden-Harris Asylbewerber, die im Schnellverfahren die Staatsbürgerschaft erhalten, direkt in Swing States wie Pennsylvania, Ohio, Wisconsin und Arizona eingeflogen. Das ist ein todsicherer Weg, um jede Wahl zu gewinnen. Amerika wird dann zu einem Einparteienstaat und die Demokratie ist vorbei. Die einzigen Wahlen werden die Vorwahlen der Demokratischen Partei sein. Das ist in Kalifornien schon vor vielen Jahren nach der Amnestie von 86 geschehen. Das Einzige, was Kalifornien von extremem Sozialismus und einer erdrückenden Regierungspolitik abhält, ist, dass die Menschen Kalifornien verlassen und trotzdem in Amerika bleiben können. Sobald das ganze Land von einer Partei kontrolliert wird, gibt es kein Entkommen mehr. Überall in Amerika wird es dann so aussehen wie in dem Albtraum, der die Innenstadt von San Francisco ist. Zero Hedge hatte dazu auch noch was gebracht. Als Reaktion auf einen Thread auf X, in dem Senator Mike Lee darauf hinwies, dass das Justizministerium Alabama verklagt, weil es versucht, Nichtstaatsbürger aus den Wählerlisten zu streichen, und das Safe-Gesetz blockiert hat, stellte Musk fest, überall in Amerika wird es wie in dem Albtraum in der Innenstadt von San Francisco sein. Das haben wir ja gerade schon gehört. Und dann war dort dieser Post von Elon Musk. Also wenn er das so anspricht, das war schon eine harte Ansage. Übrigens, wer diesen Kanal mag, gerne kommentieren, liken, däumeln, verbreiten. Es hilft mir weiter. Und nochmal der Hinweis für euch. Gold und Silber rasen nach oben. Ich habe es am Anfang gezeigt. Kommt nach München zu Forum One, besonders die, die mit diesem Markt noch nichts zu tun haben. Ich denke, ihr kennt meine Meinung, die habe ich seit vielen Jahren kundgetan. Das zu besitzen, vielleicht mit etwas Spielgeld bei Minenaktien was zu machen, wird sehr wichtig sein. Vermögenserhalt ist jetzt das Motto der Stunde, denn die Märkte, die noch, die großen Aktienmärkte, bei 42.000 Punkten noch der Dow Jones, auch das wird kippen.
Also kommt nach München und wenn ihr euch anschaut, was ihr nur im Lebensmittelgeschäft lasst an Geld, dann ist auch unser Eintrittspreis nicht übertrieben. Überhaupt nicht. Und schon bin ich beim zweiten Drama für heute. Es geht um MAN und Elektro-LKWs. Zum neuen 12-Tonner Elektro-LKW von MAN habe ich diesen Beitrag gefunden. Es gibt noch weitere. Also man stellt auch Lastkraftwagen auf Elektro um. Und dieser hier gezeigte hat eine Batterie von 160 Kilowattstunden, kommt damit 235 Kilometer weit. Ihr lest es ja selber. Aber die Frage ist, macht sowas überhaupt Sinn? Und man kann getrost Zweifel daran haben, nicht nur weil Elektro und Feuchtigkeit sich ja nun mal überhaupt nicht verträgt. Und man liest es hier auch, eine halbe Stunde Ladezeit. Man muss sich an vieles anpassen, Ladeinfrastruktur und so weiter. Wie bequem ist es doch, einfach nur den Diesel-Tankrüssel reinzustecken? Und nun zu dieser E-Mail, die ich bekommen habe. Mein Bekannter wiederum hat einen Bekannten, der auf der IAA, also der LKW-Ausstellung, war. Und er schreibt Folgendes: Die Messe hatte fast keine Besucher. Bei uns in der Nähe waren zwei Firmen, die Lastenräder entwickelten. Millionen an Steuergeldern flossen rein, aber die Fahrräder zeichneten sich durch Pfusch aus. So waren die Konverter im Spritzwasser, die Bremsen waren vom Fahrrad und damit hoffnungslos unterdimensioniert. Aufprallschutz, Fehlanzeige und Wetterschutz für den Fahrer gab es nicht. Diese Firmen werden bankrott gehen und das Steuergeld haben sich die Inhaber eingehamstert. Lastenräder und so weiter, auch das war ja ein Flop. Aber nun zur MAN. Alle Firmen hatten sich auf den Grünfaschismus eingeschossen, in Klammern CO2, Elektromobilität und Wasserstofftechnik. Die Firma MAN stellte ihren neuen 12-Tonner LKW vor, den ich gerade gezeigt hatte. Ich fragte den Verkäufer, ob ich richtig lese, dass die Batterie 1,5 Tonnen wiegt und damit eine Reichweite von 235 Kilometern erreicht. Er bejahte es und meine Frage war, wo der Vorteil dieser Technik liegt, denn diese 160 Kilowattstunden Batterie hat eine Energie von ca. 16 Liter Sprit. Mit dem schlechteren Nutzungsgrad von Diesel sind das ca. 35 Kilo Diesel. Wo liegt der Vorteil von dieser neuen Technik, wenn 1,5 Tonnen der Leistung von 35 Kilo Diesel entsprechen? Daraufhin antwortete er mir, dass es mittlerweile verboten ist, dass Verbrennerfahrzeuge in Städten einfahren. Meine Antwort: Vielen Dank für diese Information, denn das ist der Beweis, dass wir in Europa verhungern sollen. Er wurde knallrot und stotterte hoffentlich nicht. Am letzten Tag der Messe, also IAA, waren ca. 10% der Stände noch nicht einmal mehr besetzt. Ich habe keinen Stand gefunden, der mit dem Messeverlauf zufrieden war. Aber ich habe zwei deutsche Firmen gefunden, die von chinesischen Investoren aufgekauft worden sind. Ich denke, das war die letzte IAA-Nutzfahrzeuge. Mein Bekannter hat mir dann noch eine weitere E-Mail geschrieben, das mit den 1,5 Tonnen soll wohl nicht stimmen. Aber der Rest ist korrekt. Wir haben es ja gerade in dem anderen Beitrag über diesen LKW gelesen. Ob das den Zahlen von VW irgendwie helfen wird, wage ich zu bezweifeln. Zum Gold und zum Silber. Was ihr hier lest, ist so typisch Bankenanalysten. Sie passen ihre Prognosen an, nachdem ihnen die Preise davongelaufen sind. Ihr werdet aber sehr selten, gut, Ausnahmen gibt es, sehr selten mal erleben, dass Banken gerade für Edelmetalle hohe Prognosen bringen und die auch gut begründen. Spannend auch das hier, was Bai aus China zum Silber wieder zu berichten hat. Ihr seht hier, das ist vom 28. September und dort wurde auf dieser E-Commerce-Plattform umgerechnet schon ein Preis von $35,47 verlangt. Und wie gesagt, das war vor dem heutigen Anstieg. Das waren die Top News für Dienstag. Schaut euch gerne auch die anderen Videos an, die ich vorige Woche veröffentlicht habe. Michael Mross, Marc Friedrich und natürlich Egon von Greyerz. Und nochmal, sorgt vor, es wird knüppeldick kommen. Nichtsdestotrotz, eine schöne Woche wünsche ich euch und wir sehen uns Freitag nochmal. Bis dann. Tschüss.